Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 92. Alle Karten auf den Tisch. Nach dem Spaziergang mit dem Hund hatte Severus seinem jungen Kollegen angeboten, zum Frühstück zu bleiben, und Harry hatte angenommen. Während Harry die Schale von einem hart gekochten Ei entfernte, mit den Fingern anstatt mit dem Zauberstab, weshalb Severus sich einen Augenrollen nicht verkneifen konnte, fragte dieser ihn: Sagen Sie, Harry, sind Sie in der ganzen Zeit mal wieder mit Ihrem Problem konfrontiert worden, keine Menschen mehr sehen zu können? Den Kopf schüttelnd verneinte Harry, bevor er sagte: Schon lange nicht mehr. Schade eigentlich, wo ich beim letzten Mal schon geglaubt hatte, ich könnte es irgendwie beeinflussen. Severus nahm einen Schluck Tee, bevor er entgegnete: Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Phänomen sich in Luft aufgelöst haben soll. Probieren Sie ruhig mit etwas Konzentration, ob Sie so einen Vorfall reproduzieren können, und halten Sie mich auf dem Laufenden. Wenn Sie das tatsächlich eines Tages unter Kontrolle hätten, wäre es sehr interessant, wie der Farbtrank von Hermine bei Ihnen aussehen würde. Ich werde es versuchen, versprach Harry. Den Klassenraum hatte Harry schon eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn betreten, um einige Vorbereitungen zu treffen. Doch er war nicht ganz allein. Ein Schüler klopfte an die offenstehende Tür und Harry bat ihn gleich darauf hinein. Es war einer der Erstklässler, ein Ravenclaw mit dem Namen Linus Corellian, der zurückhaltend eintrat. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Corellian?« »Ich«, der Junge stockte, »wollte fragen, ob ich...« Er hielt inne und fummelte eine Karte aus seiner Brusttasche, die er Harry entgegenhielt, während er sagte: »Ob ich wohl um ein Autogramm bitten dürfte?« Es schwang gleichermaßen Angst und Hoffnung in der Stimme des Schülers mit, so dass Harry nur freundlich lächeln konnte, bevor er fragte: »Was ist das?« Enthusiastisch erklärte Linus: »Das sind die neuen Schokofroschkarten aus dem Spiel.« »Ach ja, die sollten ja Oktober herauskommen, wie die Zeit vergeht«, sagte Harry, als er die Karte in die Hand nahm. Er drehte die Karte um und überflog seine Eigenschaften. Zaubertränke 70? Moment, das waren doch vorher noch 90 gewesen. »Was soll ich draufschreiben?«, fragte Harry den Schüler, der gleich darauf seine Wünsche preisgab. »Danke, Professor, vielen Dank«, sagte Linus begeistert, als er sich die Unterschrift seines Lehrers auf der Spielkarte anschaute. »Sagen Sie, würden Sie mir vielleicht einen Gefallen tun?«, fragte Linus unverhofft. »Was könnte ich Ihnen schon für einen Gefallen erweisen?«, fragte Harry verdutzt, weshalb Linus ihm eine weitere Spielkarte vor die Nase hielt. »Soll ich noch eine unterschreiben?«, fragte Harry. Doch die Frage konnte er selbst verneinen, als er eine Karte von Severus in der Hand hielt. »Vielleicht würden Sie Professor Snape fragen, ob er für mich unterschreiben könnte?«, fragte Linus kleinlaut. »Oh nein«, winkte Harry höflich ab. »Darum bitten Sie ihn doch lieber selbst.« Er hörte Linus laut schlucken, so dass er anfügte: »Ich bin mir sicher, dass er Ihnen nicht den Kopf abreißen wird. Es sei denn, Sie fragen ihn während des Unterrichts. Dann kann selbst ich nicht mehr dafür garantieren, aber Scherz beiseite, bitten Sie ihn persönlich. Und wenn er verärgert reagieren sollte, dann sagen Sie ihm ruhig, dass ich Sie dazu angestiftet habe.« Linus nickte und nahm bereits auf seinem Stuhl Platz, um auf den Unterrichtsbeginn zu warten. Nach seinem Unterrichtstag ordnete Severus einige Gläser mit Zutaten, die unachtsame Schüler falsch in die Regale eingeräumt hatten, als es plötzlich klopfte. Nach einem lauten »Herein!« trat Linus Corellian ein und erschien sehr aufgeregt zu sein, was andererseits völlig normal war, wenn ein Schüler mit ihm reden wollte. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Corellian?«
fragte Severus distanziert. Schüchtern trat der Erstklässler an ihn heran, bevor ihm etwas reichte und derweil fragte, »Ich wollte um ein Autogramm bitten, Sir!« Unerwarteter konnte das Anliegen des Schülers wirklich nicht sein, dachte Severus, der eine frisch gedruckte Karte mit seinem Bild in den zitternden Händen des Schülers erblickte, bevor er fragte, »Und warum wollen Sie die Karte mit Tinte beschmieren lassen?« Sofort zog der Schüler die Spielkarte zurück und blickte zu Boden, bevor er mutig erklärte, »Ich sammle die Karten und wenn möglich auch die Autogramme der bekannten Zauberer und Hexen. Es ist nur ein Hobby von mir, Sir.« Als sein Lehrer nichts erwiderte, sagte Linus entmutigt, »Tut mir leid, wenn ich Sie damit belästigt habe, Professor Snape.« »Geben Sie schon her«, sagte Severus grantig, der in seinem tiefsten Innern fühlte er, sich von der Bitte dieses Schülers geehrt. Immerhin war Mr. Quirrell denn so mutig gewesen, überhaupt an ihn heranzutreten. »Könnten Sie schreiben?« »Auch noch Wünsche? Reicht eine simple Unterschrift etwa nicht aus?« stichelte Severus, und der Schüler gab letztendlich nach. Eine einfache Signatur genügte ihm. Die unterzeichnete Spielkarte gab Severus an Linus zurück, der sich gleich darauf überschwänglich bedankte, indem er vor Freude strahlend sagte, »Danke, Sir! Vielen Dank! Ich habe am Montag gegen 3 Gryffindors gewonnen, als ich Ihre Karte ausgespielt habe und...« »Sehr schön. Wenn Sie sich jetzt bitte aus dem Klassenraum entfernen würden...« unterbrach Severus grob. Doch das Lächeln auf dem Gesicht des Schülers verschwand trotz des harschen Tonfalls nicht. Hermine und Remus waren heute mit Severus äußerst vorsichtig umgegangen, doch diese Übervorsicht schien unangemessen zu sein. Severus hatte die gestrige Unterhaltung und die angespannte Situation nicht mehr angesprochen. Harry suchte ohne Vorankündigung die 3 auf und er lenkte das Gespräch auf den Schüler, dem er heute ein Autogramm gegeben hatte, weil er diese Neuigkeit unbedingt loswerden wollte. Remus amüsierte sich darüber sehr und sagte scherzend eingeschnappt, »Mich hat noch keiner mein Autogramm gebeten.« »Kommt bestimmt noch, Remus«, versicherte Harry freundlich. Hermine schlug plötzlich vor, »Wir könnten es doch mal zusammenspielen.« Von dieser Idee war Harry völlig begeistert und er sagte in die Runde, »Ja, wir 4! Severus, Sie machen sicher mit, oder?« Severus schüttelte den Kopf und entgegnete, »Ich werde mit so einem albernen Spiel nicht meine Zeit vergeuden.« Nörgelnd sagte Hermine zu Remus und Harry, »Aber wenn wir nur zu dritt sind, muss jeder für sich allein spielen. Es macht mehr Spaß, wenn man Spielerpaare bilden kann.« »Dann suchen wir uns einen 4. Spieler«, schlug Harry sofort vor. Hermine blickte zu Severus hinüber, der zwar etwas abseits stand, die Unterhaltung jedoch trotz vorgetäuschtem Desinteresse verfolgte, sodass sie berechnend zu Harry sagte, dass sie wohl mit Sirius zusammenspielen müsse. Wie erwartet kam der erhoffte Einspruch, als Severus fragte, »Für wann haben Sie denn einen Termin ins Auge gefasst?« Im St. Mungus erwachte Lucius von allein, und als er die Augen öffnete, sah er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein paar schattige, konturlose Umrisse. Rechts von ihm bemerkte er ein helles Quadrat, welches das Fenster sein musste, an dem er so gerne saß. Völlig begeistert von diesem kleinen Erfolg, stürzte er sich auf Schwester Marie, die gerade ins Zimmer gekommen war, und berichtete ihr, »Ich kann Schatten sehen!« »Endlich geht es voran! Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben!« Hörbar freute sich Schwester Marie mit ihm und sagte, »Das freut mich wirklich, Mr. Malfoy!« Sie wagte es, ihn zu umarmen, und er erhob keine Einwände, denn der Moment war zu erfreulich, um sie zurechtweisen zu wollen. Dann sagte sie gut gelaunt, »Ich werde Professor Puddle davon berichten. Vielleicht kann man jetzt schon mit dem Spendermaterial beginnen und diese qualvolle Zeitumkehrerbehandlung hat für sie endlich ein Ende.«
Nach ein wenig Smalltalk fragte Lucius: Ich habe schon lange nicht mehr deswegen gefragt, aber das Schicksal meines teilnahmslosen Zimmergenossen interessiert mich noch immer. Haben Sie bereits etwas herausfinden können, oder... Sie unterbrach ihn freundlich und erklärte: Nein, immer noch das gleiche Problem. Keine Hinweise, keine Angehörigen und keine Genehmigung für Legilimentik. Er sagt nichts und reagiert auf nichts. Vielleicht bleibt das für immer so, aber wer weiß das schon? Sie haben Mitleid mit ihm? Fragte Lucius etwas erstaunt. Nachdem sie bejaht hatte, sagte er: Aber Sie wissen doch überhaupt nichts von diesem Mann. Was, wenn er ein Mörder ist oder schlimme Dinge getan hat? Der schlimmste Mensch kann nach einem schweren Schicksalsschlag ein bemitleidenswertes Wesen werden, Mr. Malfoy. Ich werde Ihren Zimmergenossen jedenfalls nicht im Vorfeld als potenzielle Bestie abstempeln, nur weil es die klitzekleine Möglichkeit gäbe, dass er eventuell schlimme Dinge getan haben könnte. Eine Meinung kann ich mir immer noch bilden, wenn wir endlich Neuigkeiten über ihn hätten. Aber ich werde ihn nicht einfach vorverurteilen. Erwiderte Marie gelassen, denn es war ihre tatsächliche Einstellung. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn mit meinen eigenen Augen sehen zu können. Natürlich habe ich mir in Gedanken ein Bild aufgrund ihrer Beschreibung gemacht. Und es interessiert mich brennend, wie sehr das Bild in meinem Kopf dank meines Vorstellungsvermögens mit dem Original übereinstimmt, sagte Lucius voller Hoffnung. Er würde bald sehen können, was für ihn bedeutete, dass er seine Frau bald sehen würde. Schwester Marie, kommen Sie doch bitte mal ans Fenster, bat Lucius, und sie kam seiner Bitte nach. Als sie bei ihm war, nahm er sie an den Oberarmen und drückte sie in eine bestimmte Position, bis das Tageslicht auf sie fiel und er sagte: Sie sind kleiner als ich. Er musste ihre Silhouette erkennen, weshalb sie lächelnd bestätigte: Ja, ungefähr einen Kopf kleiner, Mr. Malfoy. Sie beobachtete seine viel zu hellen, grauen Augen, die etwas zittrig, weil sie nichts fixieren konnten, über ihr Gesicht schweiften, bevor er sagte: Sie haben dunkle Haare. Wieder bejahte sie seine Aussage, woraufhin er hinzufügte: Und ich erkenne das helle Häubchen auf ihrem Haupt. Er lächelte zufrieden, auch wenn er nur Grautöne sehen konnte. Doch immerhin hatte sich ihre Haarfarbe von ihrer Gesichtsfarbe für ihn bereits deutlich unterschieden. Und auch die weiße Haube der Schwesterntracht hatte er aufgrund des farblichen Unterschieds erkennen können. Ich danke Ihnen, Schwester Marie. Am Sonntag, 2 Tage nach dem Vollmond im Oktober, hatte Harry 3 seiner Freunde zum Kartenspielen eingeladen. Remus war als erster gekommen und sah reichlich mitgenommen aus, denn offensichtlich hatte er nach seiner Verwandlung wenig Schlaf finden können. Hermine war gleich im Anschluss eingetroffen und sagte, Severus würde in wenigen Minuten folgen, doch daraus wurde 1 Stunde und er war noch immer nicht hier, weswegen Hermine sich dazu entschloss, Severus höchstpersönlich herzuschleifen. Sie öffnete die Tür und erschrak, als ihr Professor vor ihr stand. Sie ahnte, dass er schon länger vor der Tür gestanden haben musste. Möglicherweise hatte er mit sich gekämpft, doch jetzt konnte er keinen Rückzieher mehr machen. Freundlich sagte sie zu ihm: Schön, dass Sie da sind. Ich wollte Sie gerade holen. Kommen Sie doch rein, Severus. Er trat ein und wurde von Harry und Lupin gegrüßt. Und es nervte ihn jetzt schon, dass Lupin ihm gegenüber so überaus freundlich war und ihm sogar anlächelte. »Etwas zu trinken?« fragte der Werwolf, auch noch zuvorkommend. Bei jedem anderen hätte Severus sofort bejaht, doch nicht bei Lupin. Er winkte ab, doch Hermine zog daraufhin nur die Augenbrauen zusammen. »Natürlich wollen Sie einen Tee haben«, suggerierte sie ihm.
Severus seufzte und sagte resignierend: Bitte, wie Sie wollen. Dann schenken Sie mir eben gegen meinen Willen einen Tee ein. Dann aber bitte einen... Earl Grey, in der hinteren Kanne, wies Hermine den Werwolf an, der ihm daraufhin einen Tee einschenkte. Während Remus einschenkte, fragte er nebenbei: Was denn, Severus, kein Kaffee? Seit wann Tee? Hermine hat mir zu Albus Erleichterung die Feinheiten verschiedener Teesorten nähergebracht, und es waren einige annehmbare Geschmacksrichtungen darunter, antwortete Severus trocken. Er war eigentlich ein geborener Kaffeetrinker und jeder wusste das. Harry stöberte derweil in den Spielkarten und zog seine heraus, um nochmals die Punkte in Zaubertränke zu überfliegen. Auch hier stand nur 70%. Die haben meine Punkte geändert. In Zaubertränken hatte ich in der ersten Version noch 90 Punkte, aber jetzt sind es nur noch 70, nörgelte Harry. Severus nahm seine Tasse Tee entgegen und antwortete gelassen: Das mag daran liegen, Harry, dass ich mit meiner Zustimmung für das Kartenspiel auch gleichzeitig meinen Missmut darüber ausgesprochen habe, dass die Angaben auf Ihrer Karte nicht mit der Realität übereinstimmen würden. Harry ließ den Mund offen stehen und blinzelte, bevor er nachfragte: Sie haben denen gesagt, dass ich in Zaubertränken schlechter gewesen wäre? Grinsend erklärte Severus: Ja, habe ich. Als Ihrem ehemaligen Zaubertranklehrer hat man mir diese Information geglaubt. Mit zusammengekniffenen Augen blickte Harry seinen dunkel gekleideten Kollegen an und sagte gespielt drohend: Dafür mache ich sie fertig. Als Severus überrascht aufblickte, grinste Harry, bevor er deutlicher wurde: In dem Spiel. Während der ersten Runde, welche sie bereits eine halbe Stunde zusammen spielten, saßen Hermine und Severus nebeneinander und starrten sich gegenseitig in die Karten, um ihren nächsten Zug zu überdenken. Vorhin hatte Severus seinen Zauberstab aus dem linken Ärmel herausgezogen und ihn neben sich auf die Couch gelegt. Der Stab würde beim Spielen stören, weil er ständig wegen der Karten die Arme angewinkelt halten würde, hatte er gesagt. Hermine diskutierte mit Severus und sagte: Ich bin dafür, dass wir den Raum einfach sein lassen und uns erstmal um die Sicherung der Brücke kümmern. Die Brücke? Was wollen Sie denn da schon wieder? Fragte er verdutzt, weil sie die Brücke vor 3 Runden bereits passiert hatten. Nun, wir könnten sie vorübergehend zum Einsturz bringen, sodass keine weiteren Gegner ins Gebäude kommen und... Severus unterbrach sie und erklärte: Die Brücke unbegehbar machen? Sind sie von allen guten Geistern verlassen? Wir wissen ja nicht einmal, wie viele Gegner sich bereits auf diesem Grundstück befinden. Was, wenn wir uns selbst den Rückweg abschneiden und wir uns plötzlich mit 20 Feinden konfrontiert sehen? Hermine zeigte auf eine gläserne Kugel, die über dem Spielbrett schwebte und in welcher grüner Rauch waberte. Eine Ziffer zeichnete sich in dem Rauch ab, die, ähnlich wie ein Würfel, die erlaubten Zugzahl anzeigte, und sie sagte: Wir dürfen nur 2 Karten ausspielen. Es wäre viel zu gefährlich für uns, mit nur 2 Personen den großen Saal zu stürmen. Wir sollten die nächste Runde abwarten. Vielleicht dürfen wir dann mit mehr Karten spielen. Was denn, Hermine? Sind Sie etwa nicht gewillt, ein Risiko einzugehen? Der nächste Zug könnte uns den Sieg bringen. Wollte er ihr klar machen, scherzend fügte er hinzu: Wir könnten ja den Werwolf reinschicken, damit er etwas im Raum herumschnüffelt. Und wenn er dabei draufgeht? Fragte sie mit großen Augen, und auch Remus wartete gespannt auf die Antwort. Wenn er sein Leben verlieren sollte, haben wir eben Pech gehabt, erwiderte er schmunzelnd. Remus sagte gespielt erbost: Hey, ihr redet da über mich? Irrtum, Lupin. Wir reden über eine Spielkarte, die zufällig ihr Abbild trägt. Hermine ließ sich von Remus Einspruch nicht stören und sagte zu Severus: Es ist immerhin unser persönliches Ziel, die gestohlenen Geheimrezepte von Bertie Bott zurückzuholen. Ja, darüber bin ich mir im Klaren. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es ein ziemlich lächerliches Ziel. Finden Sie nicht auch, Hermine? Sagte dieser belustigt. Aber es ist nun einmal der uns auferlegte Auftrag, machte sie ihm klar. Harry und Remus warteten ungeduldig auf ihre Spielgegner, bis Harry der Kragen platzte und er sagte: Jetzt macht aber langsam mal euren Zug. Eile mit Weile, Harry, sagte Severus,
während er in seine Karten vertieft war. So ein Zug muss gut überlegt sein, wenn man gewinnen möchte. Noch einen Moment grübelte Severus, bevor er bierernst sagte. Wenn es unser Ziel ist, dann werde ich die Rezepte von Mr. Bott natürlich mit meinem Leben verteidigen. Remus unterdrückte ein Lachen, konnte sich aber nicht zurückhalten und brach in Gelächter aus, sodass Severus verbesserte mit schmieriger Stimme. Oder besser doch lieber mit Lupins Leben. Remus schaltete sich ein und sagte, das hier ist nur ein Spiel und es soll Spaß machen. Severus zog eine seiner Karten, nahm eine Karte aus Hermines Hand, bevor er beide auf das Spielbrett legte und grinsend sagte, Gewinnen macht Spaß und ich denke, Hermine und ich werden jetzt einen guten Grund zur Freude haben. Das auf das Spielbrett gelegte Kartenpärchen bestand aus den beiden Karten, die Alistair und Remus abbildeten. Das Spielbrett reagierte und formte dreidimensionale Hologramme, die die drei Gegner, die sich jetzt erst im betretenen Raum offenbarten, ausschalteten, sodass Hologram Alistair den eroberten Raum mit einem wehenden Fähnchen einnehmen konnte, während Hologram Lupin die gestohlenen Rezepte einem Geheimfach entnahm. Harry schnaufte und sagte gleich darauf, Verdammt! Diesen Raum wollten wir erkämpfen! Jetzt dürfen wir nochmal zurückgehen! Nein, Harry, dürft ihr nicht, denn wir haben mit dem Zug gewonnen, erklärte Hermine freudestrahlend. Ich bin für eine weitere Runde, fügte sie noch strahlend hinzu. Bevor die Karten für die nächste Runde ausgegeben werden konnten, flog Hedwig ins Wohnzimmer und landete auf dem Tisch. Beziehungsweise direkt auf dem Spielbrett vor Harry, der sofort reagierte und sagte, Das ist eklig, Hedwig. Warum bringst du mir immer halbe Mäuse? Vielleicht weiß sie, dass sie keine ganzen schaffen, sagte Severus amüsiert und Remus musste wegen der Bemerkung lachen. Hedwig ließ nicht nur die angefressene Maus auf das Spielbrett fallen, weswegen Harry erschrocken von der Couch aufsprang, um das Spielbrett vor Blutstropfen zu bewahren, sondern der Vogel stieß auch noch beim Abheben zwei Teetassen um, sodass Harry aufgebracht und mit gezücktem Zauberstab um den Tisch herumwirbelte, um die Sauerei zu beseitigen. Völlig aus der Puste wegen dieser zermürbenden Störung ließ sich Harry kurz neben Severus auf der Couch nieder. Kaum hat er das Polster berührt, da hörte man deutlich ein Knacken, weswegen jeder erschrocken innehielt. Severus' Gesichtszüge entgleisten zunächst, bevor sich Zornesfurchen abzeichneten und er barsch zu Harry sagte, dass dieser sofort wieder aufstehen solle. Harry sprang so abrupt von der Couch auf, als wäre sie ein Trampolin. Vorsichtshalber ging er drei Schritte zurück, während Severus fassungslos neben sich auf das Polster starrte. Was haben Sie, Severus? Fragte Hermine. Sie sog erschrocken Luft ein, als er zwischen Daumen und Zeigefinger seinen Zauberstab hielt, der einmal in der Mitte gebrochen, aber nicht durchgebrochen war. Ich kann es einfach nicht glauben, wiederholte Severus verdattert. Oh, das tut mir so leid, Severus. Das wollte ich wirklich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, bevor ich mich gesetzt habe, sagte Harry ehrlich. Severus blickte gebannt auf den Knick in seinem Zauberstab, sodass Harry noch anfügte, Ich kaufe Ihnen einen neuen... Gereizt unterbrach Severus. Natürlich werden Sie das, denn sonst würde ich das von Ihnen einklagen. Wissen Sie überhaupt, wie viele Gegner dieser Zauberstab überlebt hat? Er hat über 100 brenzliche Situationen überstanden. Und da kommen Sie mit Ihrem ungelenken Hinterteil und machen ihm einfach den Gar aus. Zeigen Sie mal, bat Hermine, die ihm den gebrochenen Stab aus der Hand nahm und beäugte. Severus hingegen kämpfte mit sich und wollte die Ruhe bewahren, was ihm anzumerken war. Mit falscher Vertrautheit in der Stimme bat er Harry, Würden Sie sich mir bitte 2-3 Schritte nähern? Harry kam bereits langsam auf ihn zu, während er fragte, Warum? Damit ich Ihnen meine Hände um den Hals legen kann,
antwortete Severus bedrohlich leise, so dass Harry sofort wieder einige Schritte zurückging. »Nun mal keine Panik«, sagte Hermine. »Mr. Ollivander kann den Stab vielleicht sogar noch reparieren. Er ist ja nicht in zwei. Möglicherweise ist der Kern noch intakt.« »Und wenn nicht, Harry, dann zahlen Sie jeden Preis, den mein neuer Stab bei Ollivanders kosten wird«, befahl Severus Harry, der daraufhin eingeschüchtert nickte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.